So, 1979. Hier hängt die Urkunde. Da bin ich den Yamaha Erzquell Cup mitgefahren. Mit einer Yamaha XS 400. Diese Urkunde gab es dann. Entwertung war Platz 11. War natürlich auch nicht so befriedigend, aber egal. Kommt dann noch. Hier hängt so ein Bild. Das Bild hier, das ist entstanden in Hockenheim in der Sachskurve. Ich habe damals schon die Knieschleife lassen. Das war da noch nicht so aktuell in der Zeit. Ganz bewegender Fahrstil habe ich gehabt. Ja, das Bild ist aber entstanden in der Sachskurve. Die Nummer 32 bin ich. Da waren noch einige hinter mir. So haben mich die Konkurrenten von hinten gesehen. Ja, ich will jetzt gar nicht so angeben. Ich habe in diesem Jahr nur ein Rennen gewonnen, weil meistens habe ich auf der Nase gelegen. Ich habe zwar alles gegeben, aber es hat dann nicht so geklappt. Mein Vater sagte zu mir, hör auf damit, das hat keinen Sinn, du verfährst doch noch nicht mal 5 Liter Benzin und hast schon wieder einen Sturz hinter dir. Na ja, gut, aber aufgegeben habe ich halt nicht. Und wir sind auch eigentlich damals bei großen Veranstaltungen mitgefahren. Das war jetzt ja auch Deutsche TT am Nürburgring, habe ich hier gerade noch in meinem Album. Das Bild, da waren auch keine Renner gefahren worden, das ist bei uns daheim im Garten. Ganz stolz, ne, mit roten Stiefeln. Dann endlich, da kam der erlösende Erfolg. Drüssel gewann Lauf zum Yamaha Cup. Es war Bergrenner am Schottering. Ich zeige euch gleich nochmal den Pokal, mein allererster Pokal. Hier Leute, das ist er. Mein erster Pokal. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig sehen kann. Erster Platz am 1.7.79 am Schottering. War nämlich Bergrenner. Und der Zeitungsartikel hieß es, Drüssel verblüffte die Konkurrenz. Und so habe ich ausgesehen in der Zeit. Der weiße Buster, das war mein Transporter. Mein Motorrad, meine Frau sitzt da hinten am Frühstückstisch. Hockenheim war das. So, das sind jetzt hier mal so einige Bilder auf der Siegesfahrt am Schottering. Ihr guckt, wie ich da daneben gehängt habe hier. Das war doch weltmeisterschaftsbedächtig. Die Füße vor der Fußraste, da richtig daneben gehängt. Das macht doch heute Valentino Rossi so. Und hier, mit dem Ding da, 38 Bärs hat sie gehabt, Schräglage sieht man, ja, ganz toll, ging nicht mehr, weil er hat alles aufgesetzt. Naja, das war jedenfalls das Outfit, die Gastrol-Lederkombi an und der MDS-Helm, den habe ich auch noch. Ich habe noch was aufgehoben, hier ist sie, die Verkleidung. Das ist die Yamaha XS 400 Verkleidung. Jetzt guckt euch das an hier, die ist 1000 Mal geflickt worden. Immer wieder, wenn es runterging, aufgehoben, das Ding, der ganze Müll wird da zusammengesammelt und geflickt. Daheim wurde es immer wieder geflickt. Am Ende des Jahres hatte ich das vergammelste Motorrad auf der Rennstrecke. Gekämpft habe ich. Ich habe gekämpft wie ein Löwe. Ich habe mir eigentlich auch nie wehgetan. Ich hatte Gummiknochen. Und so bin ich dann halt in das Fieber gekommen. Bis 2001 bin ich Rennen gefahren, bin ein paar Mal Vizemeister gewesen, zweimal hat es geklappt, bin ich Deutscher Meister gewesen. Aber das sind Geschichten, das ist ja in den ersten 90er Jahren. Okay. Wir machen jetzt Schluss. Heute haben wir Sonntag, die Frau hat Essen gekocht, ich sitze hier unten im Keller und träume da meine Geschichten. Macht's gut, bis demnächst.